Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat September. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich habe gar nicht so viel aufgebraucht und deswegen wird das Video auch nicht so allzu lang werden, denke ich. Und wir starten jetzt einfach mal mit einem Isana, sag schnell, Nagellackentferner. Ein Isana Nagellackentferner, und zwar ist das der hier, wo hier oben diese Öffnung ist, beziehungsweise man kann dann hier oben ein Wattepad drauflegen, dann drückt man das Ganze runter und der Nagellack wird in dem Wattepad gespritzt. Und dann, ja, dann kann man halt den Nagellack zum Einsatz bringen. Ich fand das sehr gut. Und vielleicht werde ich es mir auch nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht ein Essilnagellack. Good to go. Und zwar ist das ein Überlack. Ich fand den richtig gut. Es hat wirklich meinen Nagellack haltbarer gemacht. Und von daher, wenn ich nicht so viel hätte, würde ich es nachkaufen. Dann habe ich hier von Teddy mir einmal mitgenommen. Was ist das denn hier alles? von Teddy habe ich mir mitgenommen. Künstliche Fingernägel mit Kleber. 12 Stück. Die sehen so aus. Die habe ich mir jetzt so in einen kleinen Pöttchen reingetan. Die sehen so aus. Also ganz normale künstliche Nägel. Und das Problem ist einfach, dass diese Nägel, die passten mir nicht auf meinen Finger, auf mein Nagelbett. Und zwar aus dem Grund, weil diese Verpackung 12 Fingernägel beinhaltet und jeder einzelne Fingernagel hat eine ganz andere Größe. Die Nägel sind auf, also diese Hand, dieser Nagel, diese Hand hat die gleiche Größe wie der Nagel dieser Hand. Und von daher müssten mindestens zwei gleiche Nägel drinne sein, für den Zeigefinger zum Beispiel, die gleiche Größe. Und das war halt nicht der Fall, da waren wirklich 12 unterschiedliche Nagelgrößen drinne, und klar, die eine Hand hat gepasst, die andere Hand aber eben nicht, weil die Größen anders waren. Und von daher kann ich nicht empfehlen, das hat auch nur 1,50 Euro gekostet. Dann habe ich hier von Schwarzkopf aus der Got2b-Reihe eine Antifrisslotion Schmusekatze, und zwar soll sie wohl glätten, die Haare seidenweich machen, und ich fand sie richtig gut. Es ist eine Creme-Konsistenz und es riecht auch wirklich sehr, sehr süßlich, sehr schön, finde ich. Also den Duft mochte ich sehr gerne, und was ich gut fand, ist dieser Pumpspender. Und ich habe es wirklich sehr gerne benutzt, einfach nach der Haarwäsche ins Handtuch trockene Haar verteilen und dann die Haare durchkämmen. Die Haare ließen sich wirklich sehr, sehr gut durchkämmen, und der Duft blieb auch eine ganze Weile im Haar, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und wenn es nicht von Schwarzkopf wäre, würde ich es mir nachkaufen. Dann haben wir hier noch ein Shampoo aufgebraucht. Cool Repair and Balance Shampoo für strapaziertes, geschädigtes oder trockenes Haar. Ich fand es nicht schlecht. Es war ganz gut. Es hat jetzt nicht. Der Duft war auch gut. Genau, der Duft war schön. Der blieb auch eine Zeit lang im Haar. Und das ist mit Manuka Honig und Milch. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von Nutralash eine Waterproof Mascara, also eine wasserfeste Mascara, und das ist halt eine kleine Größe, die war in der, ich glaube, Vegan Beauty Basketbox drin oder in der Glossy Box. Ich habe keine Ahnung. Ich fand sie überhaupt nicht gut, weil die habe ich jetzt auch aufgetragen, aber irgendwie, verursacht sie so kleine Fliegenbeine. Also der Auftrag war nicht so dolle. Ich mag das Ergebnis nicht so gerne. Ich mag es nicht, wenn es hier so an den Spitzen ein bisschen klumpig ist. Und von daher
kommt die hier weg. Also die möchte ich nicht mehr verwenden. Dann habe ich hier eine Peeling-Maske von der Firma CMD Naturkosmetik in der Duftrichtung Rio Coco. Also ich fand diese Peeling-Maske, beziehungsweise man kann es auch als normales Peeling benutzen oder halt als Maske. Als Peeling wendet man es ganz normal wie ein Peeling an halt, ne? Man wäscht sein Gesicht mit kreisenden Bewegungen, die Körnchen tragen dann die abgestorbenen Hautschüppchen weg. Oder halt als Maske, da kann man das Peeling einfach auf dem Gesicht lassen, ein bisschen einwirken lassen und dann abspülen. Ich habe es eher als richtiges Peeling benutzt und ich muss sagen, es war ganz gut, was die Körnung betrifft, also die Peelingkörner, da sind, ich glaube, das sind Bambuskörner, ja, Bambuskörner. Ich muss sagen, von der Wirkung her war super, aber Leute, der Duft, der war richtig komisch. Also es riecht wohl zum größten Teil nach Kokos, aber trotzdem war noch so ein Hintergeruch drin, kann man dazu sagen. Ein Duft, der so ein bisschen nach muffelig. Es roch nach muffelig. Es roch muffelig. Und ich mochte das irgendwie nicht. Also ich bin froh, dass ich es aufgebraucht habe. Ich habe es hinterher auch dann nur für die Füße angewendet. Ne? Und ich habe quasi ein Fußpeeling daraus gemacht und trotzdem, ich würde es mir nicht nachkaufen, weil es ist ja eigentlich fürs Gesicht gedacht. Dann habe ich hier noch eine Art Waschgel aufgebraucht und zwar von Alverde. Perfecta Tone Gel to Milk Reinigungsgel, Porzellanblume. Also ich habe das Gefühl gehabt, es roch so ein bisschen nach Mandeln. Sind da Mandeln drin? Ein bisschen nach Mandeln. Ich weiß nicht, riecht Porzellanblume genau wie Mandeln? es ist ein Reinigungsgel, man trägt es auf, es ist eigentlich eine durchsichtige gelbe Flüssigkeit, man trägt sie dann, aus diesem Pumpspender pumpt man dann halt dieses Reinigungsgel auf die Hände und geht dann damit übers feuchte Gesicht. Und dieses Reinigungsgel, was vorher durchsichtig war und gelblich, wird zu Milch, also es wird milchig und es verwandelt sich quasi in eine Reinigungsmilch sozusagen. Das ist zwar eine Limited Edition, aber ich glaube, ich habe das noch gesehen im DM. Ich fand die von der Waschwirkung sehr gut und was ich schön fand, ist halt der Duft. Der blieb auch eine ganze Zeit lang auf der Haut und ich mochte den Duft und ich finde, es riecht nach Mandeln. Aufgebraucht habe ich eine Maske von Alverde und ich habe mir sehr viel davon erhofft. Es ist ja eine Aqua-Hydro-Tuchmaske mit Meeresalge. Ich habe es mir rausgenommen und habe es mir aufs Gesicht gelegt und im ersten Moment habe ich so einen starken Alkoholgeruch um die Nase herum gehabt. Es hat auf jeden Fall so ein, nicht stark, ja, es ist übertrieben, aber es ist, man roch, man es war unerwartet und ich habe diesen Alkoholgeruch sofort gemerkt. Ich habe es mir aufs Gesicht gelegt, so von der Passform hat es sehr gut gepasst. Vom Gefühl her, es war serumartig. Ich habe es mir aufs Gesicht gelegt und dann dieser Alkohol stieg mir so ein bisschen in die Augen rein. Ging aber nachher noch. Das war halt am Anfang so. Und von der Wirkung her, ich habe es halt 10 Minuten drauf gelassen auf mein Gesicht und habe es abgenommen und es war ganz okay. Meine Kinder haben aufgebraucht. Das Lavera Naturkosmetik Zahngel mit Bio-Erdbeere und Bio-Himbeere.
Ja, also am Anfang mussten sie sich daran gewöhnen. Sie haben mir gesagt, es schäumt ja gar nicht. Und ja, das ist ein Gel und es schäumt auch nicht. Aber die haben sich daran gewöhnt und mochten diese Zahncreme eigentlich sehr gerne. Da ist auch Xylit mit drin, was auch so ein bisschen den Karies, den Zahn vor Karies schützt. Und ja, also ich werde es meinen Kindern nicht nachkaufen. Es war, ist halt nicht ihre Lieblingszahnpasta, Zahngel. Und von daher, ja, ne? Also es war sehr gut. Meine Kinder mochten das, aber trotzdem kaufe ich es mir nicht mehr nach. Dann haben wir hier von Go and Home Natural Cosmetics. Das ist auch eine Naturkosmetikmarke, made in Austria. Sie ist vegan. Und das ist ein Hair and Body Wash mit grüner Zitrone, Green Citrus. Ja, ich fand es gar nicht schlecht. Hat hauptsächlich mein Mann benutzt, ich auch zwischendurch, aber so von der Waschwirkung her fand ich sehr gut, vom Duft her fand ich sehr gut. Und ja, nachkaufen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also ich fand es gut. Und zu guter Letzt das Highlight des Tages. Sorry, es geht leider nicht. Es geht nicht. Und zwar ist das von der Firma Hands on Veggies. Das war in der Vegan Beauty Basketbox drin. Das ist ein Shower and Shampoo. Also ein Duschgel und ein Shampoo in der Duftrichtung Jojoba und Grünkohl. Und ich habe wirklich gehofft, dass dieser Duft nicht wirklich Grünkohl enthält. Aber es ist, ja, es ist natürlich nicht der pure Grünkohl, wie wir den kennen, als Kohlsuppe oder so. Aber es ist halt, man riecht diesen Grünkohl wirklich heraus und da hätte man wenigstens vielleicht Zitrone mit reinmischen können, so einen Zitronenduft. Aber ich habe mich damit eingeseift und nach dem Abtrocknen hat mein Körper nach diesem Duft gerochen, nach diesem Grünkohlduft. Und von daher von mir keine Weiterempfehlung, was den Duft betrifft. Das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat September. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!